Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch ein etwas anderes Video bieten. Und zwar wollte ich über KfW 40 Plus sprechen. Ich hatte schon mal angekündigt, beziehungsweise ich hatte schon mal erwähnt, dass wir KfW 40 Plus bauen. Und ich wollte euch heute ein kurzes Video darüber machen, was genau wir drin haben, um auf diesen KfW-Standard zu kommen. Und dachte mir, das passt eigentlich ganz gut, wenn ich gerade am Haus bin. Ich sitze nämlich gerade in unserer Ankleide an der Wand. Hier werden wahrscheinlich später Schränke stehen. Und ja, dachte, da erzähle ich euch kurz was zu. Ein paar Eckdaten zum Haus werde ich euch einfach hier einblenden. Ist wahrscheinlich am besten für die, die es halt eben noch nicht wissen. Ja, wie schon erwähnt, wir bauen KfW 40 Plus. Und warum bauen wir KfW 40 Plus? Machen ja nicht allzu viele. Also der, ich glaube, am meisten genutzte Standard im Moment ist KfW 55, vielleicht auch KfW 40. Es ist so, dass wir von Anfang an, also von Beginn an, PV auf dem Dach wollten und eine B- und Entlüftungsanlage, weil wir uns davon einfach immer frische, saubere Luft erhoffen. Und diese zwei Kriterien waren für uns eigentlich von Beginn an gesetzt, dass wir das in unserem Haus haben möchten. Und dann haben wir uns halt informiert, welche KfW-Standards gibt, was gibt es für Förderung oder beziehungsweise welche Kreditprogramme gibt es. Und haben gesehen, dass wir eigentlich nicht mehr viel benötigen, um am Ende KfW 40 Plus zu bekommen. Denn was wir jetzt letzten Endes haben, ist, wir haben PV, sowohl auf dem Dach als auch auf der Garage. Man braucht da nicht so viel, aber wir haben das jetzt so, weil wir das gerne möchten, weil wir gerne so weit wie möglich einfach autark sein möchten und unsere Fixkosten im Monat so gering wie möglich halten möchten. Das haben wir, dann haben wir einen Stromspeicher und wir werden später auch eine Wallbox haben, also das heißt später, wir werden die direkt mit installiert bekommen, weil wir in Zukunft ein Elektroauto haben möchten. Wahrscheinlich werden wir auch nächstes Jahr eins haben, also falls ihr wissen wollt, welches Elektroauto es wird, dann bleibt dran. Das wird im Laufe des nächsten Jahres kommen, vielleicht sogar schon im ersten Quartal, erstes, zweites Quartal, mal sehen. Genau, das war uns wichtig und dann eben, dass wir eine B- und Entlüftungsanlage haben möchten, war dann auch schon gesetzt. Und was wir jetzt hier noch brauchten, ist ein dickeres Mauerwerk. Also wir haben hier Pornbeton mit 48 cm und zum Beispiel der Standard wäre bei KfW 55 gewesen, mit der Baufirma, mit der wir bauen, 36,5. Ich glaube, es gibt mittlerweile bei denen auch eine andere Möglichkeit, also dass sie das auch mit dünneren Steinen machen können. Aber da weiß ich jetzt nichts zu. Also bei uns ist es so, dass wir jetzt 48er Steine haben, also ein 48er Mauerwerk. Und mit diesen vier Komponenten eigentlich, also mit B- und Entlüftung, die Steine, PV und Stromspeicher, haben wir dann die Voraussetzung erfüllt, um eben KfW 40 Plus zu bekommen. Und auch um dann den Kredit zu bekommen, den man halt aufnehmen kann. Da kann man bis zu 120.000 Euro aufnehmen und 25% der aufgenommenen Summe, je nachdem wie viel ihr aufnehmt, bekommt man dann, ich sag mal, gefördert. Dass diesen Betrag, also diese 25% muss man halt nicht mehr zurückzahlen und die sind dann direkt getilgt, wenn man es so nennen mag. Und das ist wirklich eine gute Sache. Also für uns war es super. Und der Zins, der war einen Tick höher, aber es war mit dem, was man am Ende wiederbekommt, wenn man das alles aufwiegt, dann ist es wirklich eine gute Sache, die sich da auch rentiert und lohnt. Und weil ich ja sagte, dass wir versuchen, unsere Fixkosten so gering wie möglich zu halten. Also wir haben hier auch Erdwärme. Und das ist ja auch um einiges günstiger, als wenn jetzt eine Luftwärmepumpe oder ähnliches ins Haus gebaut wird. Wir haben davon Fiesmann die Vitokal 300G. Standardmäßig ist die 200G, wird die mit angeboten. Aber wir haben es dann aufgerüstet auf die 300G, weil bei der 200er, da kann man nur entscheiden zwischen irgendwie, ja, ich mache sie an oder ich mache sie aus. Und dann hat sie immer, ich glaube, so 7 kW oder so. Ja,
dann hat sie immer so circa 7 kW. Und bei der 300G kann man es regulieren. Also da hat sie nicht immer das gleiche nur an, aus, sondern sie ist regulierbar. Und man kann die Heizlast halt in Stufen abgeben. Und das fanden wir besser und effizienter und haben uns deswegen dann gegen Aufpreis für diese Variante entschieden. Das war es eigentlich auch schon. Einfach weil immer mal Fragen kommen, wollte ich das jetzt hier in einem Video nochmal erwähnen. Wie wir das genau bauen, womit wir auf diesen KfW-Standard gekommen sind, was wir dafür alles im Haus haben. Ich denke, es ist eine wirklich gute Sache. Wir haben uns da Gedanken drüber gemacht und möchten eben ja, Fixkosten reduzieren, autark sein und einfach auf dem neuesten Stand auch sein. Das war uns sehr wichtig. Und deswegen haben wir auch auf ein, zwei andere Dinge verzichtet, die man vielleicht hätte sonst noch im Haus verwirklichen können. Und das halt auch später verschoben. Aber ja, das war uns so das Wichtigste. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr für einen KfW-Standard baut. Ob ihr auch vielleicht 40 plus habt, ob ihr KfW 55 habt. Ist ja alles, ich sag jetzt mal, Geschmackssache. Der eine legt halt darauf Wert, der andere eher auf andere Dinge. Ja, würde das sehr interessieren. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder zum Thema PV, Wärmepumpe etc., schreibt mir das in die Kommentare, dann beantworte ich sie euch gerne. Ich hoffe ansonsten, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal könnt ihr hier und hier weiterschauen. Falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann bitte hier abonnieren. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund. Tschüss!